Herzlich willkommen, meine Damen und meine Herren, zu Ihrem Knauf unterhalb der Woche. Ja, schauen wir mal auf den Mittwoch heute. 12.682 Punkte liegt der DAX. Das heißt also, wir fahren eigentlich mit gedämpftem Optimismus gerade durch die Börsenwelt, muss man sagen. Ja klar, man hat natürlich in den Vereinigten Staaten gestern Abend dann doch nochmal weitere Arbeitslosenhilfspakete geschnürt. Also da scheint man sich dann doch anzunähern zwischen Demokraten und Republikaner. Und allein die Aussicht auf weitere Corona-Hilfspakete nach Auslaufen des Arbeitslosen-Unterstützungen von letzter Woche, das scheint natürlich ganz klar die Märkte weiter zu beflügeln, weil die Aussicht auf frisches Geld, frische Dollar treibt natürlich auch die Aktienkurse. Und noch deutlicher haben wir das gestern beim Goldpreis gesehen. Gold jetzt das erste Mal über der magischen Marke von 2000 US-Dollar pro Feinunze, gestern sogar im Hoch bei 2030. Ja, wenn wir überlegen, vor Corona lag Gold hier noch bei 1500 Dollar pro Feinunze. Also der Goldpreis, der hussiert im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ansonsten haben wir heute jede Menge Zahlen aus den DAX 30. Ich gehe sie mal relativ schnell und zügig durch, wie zum Beispiel einer der Corona-Gewinner, die Deutsche Post. Die hat natürlich jetzt während der Corona-Zeit mehr verdient. Klar, das Thema Online-Handel hat natürlich geboomt und irgendwo müssen die Pakete natürlich auch transportiert werden, Briefe auch. Und da hat die Post natürlich ganz klar zulegen können. 3,1% auf 16 Milliarden Euro. Kann man also zufrieden sein? Die Deutsche Post heute auch einer der aktuellen Tagesgewinner, muss man sagen. Ja, bei BMW hören wir zumindest aus der Autobranche mal ein paar vorsichtige Töne. Zuversicht auf das zweite Halbjahr, weil das zweite Quartal war natürlich auch nicht besonders gut. Da hat man Minus eingefahren von 212 Millionen Euro nach im Vorjahresquartal noch 1,88 Milliarden Euro Gewinn. Ja, die Autobauer waren natürlich logischerweise auch die großen Verlierer der Pandemie. Die Aktie von BMW heute mit minus 3,2% im Markt. Ansonsten haben wir die Allianz heute noch gehabt. Ja, da muss man sagen, wir hatten natürlich viele Betriebsunterbrechungen und den Ausfall von Großveranstaltungen. Und das schlägt natürlich beim Versicherer Allianz ins Kontor. Also zweites Quartal, auch hier ein Gewinneinbruch minus 19% auf letztlich 2,6 Milliarden Euro. Die Aktie hält sich allerdings relativ gut, minus 0,3%. Mag auch daran liegen, dass die Allianz relativ zuversichtlich ist, dass es im zweiten Halbjahr dementsprechend besser werden könnte. Naja, ansonsten hatten wir noch Zahlen von Continental, aber die Automobilbranche ist ja sowieso gebeutelt. Rauf und runter Dieselskandale, Elektromobilität. All das beschäftigt ja momentan die Automobilbranche. Ja, und da ist natürlich Conti als Zulieferer ganz klar mit in der Reihe. Die hatten Verluste von 741,6 Millionen Euro. Und dazu im Vorjahr, muss man sagen, lag hier noch ein Gewinn von 484,6. Also dementsprechend hält allerdings Continental weiterhin an den geplanten Einsparungsmodellen statt. Das heißt also, da will man nach wie vor doch die Umstrukturierung weiter vorantreiben und drückt weiterhin dementsprechend auf die Sparbremse. Und dann hatten wir noch Zahlen von Vonovia. Ja, Vonovia, der große Wohnbaukonzern aus dem Leitindex, dem DAX. Ja, dem geht es eigentlich relativ gut, muss man sagen. Vonovia ist unbeschadet, unbeeindruckt durch die Corona-Krise herausgekommen, muss man sagen. Vor allen Dingen der Kauf, den man getätigt hat, die Akquisition der schwedischen Gesellschaft Hembla, das scheint sich positiv im Portfolio von Vonovia dementsprechend auszuwirken. Ganz klar natürlich auch. Und man hat weitergebaut und weiterhin auch großartig modernisiert. Und die Mieteinnahmen, ja, da konnte man 12% mehr erzielen, letztlich auf 1,13 Milliarden Euro. Ja, an den Wohnbaukonzernen ist natürlich Corona relativ spurlos vorbeigegangen. Verständlich,
gewohnt werden, will ja aktuell in Deutschland immer, ja, und da schaut man natürlich nach Wohnraum, auch wenn er bei Zeiten natürlich überteuert ist. Ja, dann hatten wir noch Zahlen von Walt Disney. Klar, die hatten natürlich auch Einbrüche zu vermelden, gerade natürlich in dem Bereich. Auf der ersten Seite kann aktuell nicht so gedreht werden, produziert werden in Hollywood, wie man sich das gerne wünscht. Auf der zweiten Seite haben wir natürlich die ganzen Freizeitparks, die von Walt Disney betrieben werden, die waren natürlich auch alle geschlossen, alle dem Lock und dem Shutdown unterworfen. Ja, und Walt Disney ist ja auch noch stark engagiert im Bereich von Kreuzfahrten, Cruises. Ja, und da konnten dementsprechend natürlich auch keine stattfinden. Das heißt also hier das Ergebnis natürlich richtig übel, muss man letztlich sagen. Also wenn wir nochmal auf die Zahlen draufschauen, es ist letztlich ein Milliardenverlust. Die Erlöse, wie gesagt, brachen hier um 42% auf 11,8 Milliarden Dollar ein. Also die Aktie allerdings steht relativ gut da, 108 Euro aktuell bei 4,3% im Plus. Also da waren wohl die negativen Nachrichten schon eingepreist. Ja, was haben wir heute dementsprechend noch? Es geht ja munter weiter. Ja, wir kriegen noch Zahlen von der Hannover Rück im Laufe des Tages und morgen dann nochmal großer Berichtstag mit Siemens, Henkel, Merck, Münchner Rück, Adidas, Beiersdorf, Lufthansa und Symrise. Ja, Symrise, die Zahlen morgen natürlich sehr, sehr spannend. Symrise gilt ja einer von zwei Kandidaten, die in den DAX aufrücken könnten, um Wirecard zu ersetzen. Symrise, der Duft- und Aromenhersteller, und Deliveroo Hero könnten sich hier ein Kopf-an-Kopf-Rennen dementsprechend liefern. Ja, und das war schon wieder von meiner Seite aus. Heute am Mittwoch zur Woche Mitte. Meine, ansonsten sieht es ja relativ freundlich aus. Die nächste Hürde ganz klar, 12.800 und dann mal wieder 13.000. Aber aktuell natürlich auch Ferienzeit, da geht es natürlich auch an der Börse ein bisschen ruhiger zu. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten Handelstag. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie wachsam, aber bleiben Sie investiert.